Jetzt heißt es schnell sein. Am kommenden Freitagabend ist es bereits soweit. Dann startet der Online-Kongress Finanzwissen. Worum es dabei geht und was insbesondere Privatanleger davon haben, das wollen wir jetzt klären mit Benjamin Bent, denn er ist einer der Organisatoren des Online-Kongresses. Benjamin, was erwartet mich denn eigentlich, wenn ich an diesem Online-Kongress teilnehme? Ja, hallo, erstmal auch von mir. Wir haben uns Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Themen, die so Privatanleger oder auch jemand, der quasi für sein Alter vorsorgen will, was den eigentlich so beschäftigt. Also so ging es uns selber, dem Simon und mir, die den Kongress veranstalten. Und darum haben wir einfach Sprecher gesucht, die so Themen, behandeln wie Riester, wie ETFs, wie Dividendenaktien, wie man aber auch effektiver sparen kann, wie man eine Immobilienfinanzierung macht, ob das besonders clever ist, fürs Alter sich ein Haus zu kaufen oder besser, man sich eine Wohnung kauft, die man vermietet und so weiter. Also diese Themen, die wirklich, sag ich mal, so jedermann anspricht, ohne jetzt irgendwelche riesen spekulativen Themen, die haben wir weggelassen, weil sie uns persönlich auch nicht so sehr ansprechen. Du hast es gesagt, ihr habt eine ganze Reihe von Sprechern und Sprecherinnen. Wer ist denn so dabei? Gerne auch ein bisschen Name-Dropping. Ja, also natürlich Herr ETF itself, der Dr. Gerd Kommer ist dabei, mit dem spreche ich natürlich auch über ETFs, das war ein super Interview. Dann auch mit dem Kapitalismus-Experten schlechthin, dem Dr. Rainer Ziedelmann, der zwar sehr polarisiert, aber ich finde es super spannend, weil er einfach auch mal erklärt, was der Kapitalismus für uns eigentlich für Riesenvorteil und für Riesenschatz birgt. Dann sprechen wir zum Beispiel auch mit der Gisela Enders, die Geldcoaching macht, Moneycoaching macht. Ich finde, sie hat super Ansichten, sie ist sehr erfolgreich selber als Privatanlegerin, aber hilft eben auch vielen dabei, einfach Ordnung in ihre Finanzen zu bekommen. Entschuldigung. Oder die Annette Weiß zum Beispiel auch, die Seminare veranstaltet und wo wirklich Leute, sage ich mal, in so ein Wochenendseminar kommen und danach einfach mit einem super Masterplan rauskommen und sie sagt doch mal, das Wichtigste ist, dass man es selber rechnen kann, dann hat man es verstanden. Der Kongress findet nun vom 1. bis 9. Februar statt. Muss ich mir alle Vorträge anhören oder kann ich auch gezielt aussuchen, was jetzt persönlich mich ganz besonders interessiert? Genau, so ist es absolut. Wir haben das gemacht, dass jeden Tag zwei bis drei Interviews ausgestrahlt werden. Es gibt auf unserer Seite verstehe-deine-finanzen.de gibt es unten auch einen Zeitplan, wo man schauen kann, okay, wann, zu welcher Uhrzeit läuft welches Interview. Und jedes Interview ist dann 24 Stunden lang kostenlos online und das kann man sich dann anschauen. Und wir haben auch auf der Startseite quasi zu jedem Namen kurzen Text und Stichpunkt, was in dem Interview vorkommt, sodass man sich konkret aussuchen kann, welches Interview einen anspricht. Was muss ich nun konkret tun, um dabei sein zu können? Genau, einfach auf unsere Seite gehen, www.verstehe-deine-finanzen.de und dann einfach nur mit der E-Mail-Adresse sich eintragen, mehr ist es nicht. Und dann bekommt man quasi die Links zu den Interviews jeden Tag dann einmal zugeschickt, jeden Tag eben zu den drei Interviews, die dann aktuell live gehen. Wichtige Frage natürlich auch für die Privatanleger, die ein wenig auf die Finanzen schauen. Das Ganze ist kostenfrei oder kostet es Geld? Also der Kongress ist an sich komplett kostenfrei. Man kann sich alle Interviews anschauen in dem kompletten Kongresszeitraum. Es ist das Einzige, wenn man nachher sagt, ich möchte das ganze Kongresspaket kaufen, nochmal hinterher schauen, das Downloaden, mir ablegen, dann kann man uns damit unterstützen, indem man das kauft. Aber das ist kein Muss. Jeder kann den Kongresszeitraum komplett kostenlos schauen. Das klingt alles in allem wirklich gut und vor allem es klingt nach einer spannenden Woche. Am Freitag, wie gesagt, geht's los. Viel Erfolg wünsche ich und wirklich eine gute und vor allem spannende Woche. Dankeschön. Benjamin Wendt, melden Sie sich an, eben unter verstehe-deine-finanzen.de. Am Freitag geht's los. Das heißt also schnell sein, aber zumindest ein wenig Zeit ist noch.